Bevor das Video losgeht, will ich euch einfach mal Danke sagen. Ich weiß, der Kanal ist noch sehr klein, aber dennoch passiert da eigentlich relativ viel. Ihr schreibt fleißig in die Kommentare mit rein, ihr diskutiert gerne. Von dem, was ich mitbekommen habe, wird auch in den Kommentaren sehr human miteinander umgegangen. Das finde ich alles wirklich super geil. Und gerade das letzte Video ist durch die Decke gegangen, zumindest bei meinem YouTube-Kanal. Das Verhältnis von Likes zu Aufrufen, zu Klicks, zu Abonnenten war einfach wirklich gigantisch gewesen für meine Verhältnisse. Und deswegen einfach mal Danke. Mehrere Kommentare von den zahlreichen, die ihr mir geschickt habt, gingen darum, kannst du vielleicht mal ein Video darüber machen, was denn in Jurassic Park 2, also in The Lost World Jurassic Park, mit der Schiffsbesatzung passiert ist. Also wir erinnern uns, in Jurassic Park 2, relativ zum Schluss wird der Tyrannosaurus Rex aufs Festland gebracht. Und er bricht dann eben aus, weil unsere Helden merken, die Besatzung, also die Crew des Schiffs, ist auf irgendeine Art und Weise gestorben. Und das Ganze wird aber nie aufgelöst. Das heißt, wir wissen, dass die alle gestorben sind, aber wir wissen eigentlich gar nicht, warum. Ich habe mir jetzt mal die Mühe gemacht, danach zu recherchieren, was denn da wirklich passiert ist. Und es gibt eine Antwort, die sehr wenig befriedigend ist. Viel Spaß mit dem Video. Wenn euch das Thema Kaiju interessiert, lasst einen Like da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. In meinem letzten Video habe ich darüber gesprochen, wieso der Spinosaurus denn so aggressiv gegenüber den Menschen ist. Da gibt es auch eine ganz plausible Erklärung für. Ich habe dir das Video jetzt mal hier oben verlinkt, da kannst du gerne mal draufklicken, wenn du das nachholen möchtest. Wir reden jetzt aber hier um das nächste Mysterium. Was zum Teufel ist auf dem Schiff passiert, das wir in Jurassic Park 2 sehen? Egal wie man das Ganze dreht und wendet, es macht keinen Sinn. Eine der zahlreichen Theorien, die ich gelesen habe, die für mich auch eigentlich am meisten Sinn machen würde, ist gewesen, der T-Rex muss irgendwie ausgebrochen sein, muss die Crew getötet haben und dann wieder zurückgelaufen sein und hat sich dann aus Versehen selber eingesperrt. Das kann theoretisch nicht anders abgelaufen sein. Doch, und zwar komplett anders. Ähnlich wie in meinem Jurassic Park 3 Spinosaurus Video ist es auch hier, dass uns einfach eine Szene vorenthalten wurde, die diesmal aber auch wirklich im Skript drin stand. Das heißt, wir haben jetzt hier keine Szene, wo einfach mal ein Produzent gesagt hat, ich würde das vielleicht so und so machen. Diese Szene sollte ursprünglich im Film landen. Sie war im Skript drin, es wurde sich dann aber entschieden, die Szene rauszunehmen, aus Gründen, über die wir gleich noch sprechen. Was ist aber in dieser Szene passiert? Wir wissen als Zuschauer so viel, dass nicht Peter Ludlow, wer war denn der andere? Der Söldner, der mit dem Hut, der unbedingt den Tyrannosaurus Rex jagen wollte. Hat auch genau das geschafft. Er hat auf der Insel den T-Rex betäubt und sie haben den irgendwie auf ein Schiff gebracht und den abtransportiert. Im ursprünglichen Skript war es aber eigentlich so gewesen, dass auch Peter Ludlow sich eine kleine Trophäe von der Insel mitgenommen hat. Und mit der kleinen Trophäe meine ich 4 Velociraptoren. Und wie wir ja bereits in Jurassic Park 1 gelernt haben oder auch uns, was uns auch später noch erzählt wird in den nachfolgenden Filmen, sind Velociraptoren sehr intelligent. Irgendwie haben sie es im Urskript also geschafft, auszubrechen auf dem Boot und eben die Besatzung umzubringen. Daraufhin sind die Velociraptoren vorerst verschwunden und dann haben wir eben die Szene, die wir auch im späteren Film sehen. Also uns fehlt einfach nur die Stelle, in der die Raptoren ausbrechen und eben die Menschen töten. Da mag man jetzt im ersten Moment denken, aha, ist jetzt ja logisch. Jetzt verstehe ich auch, was da wirklich passiert ist. Ich habe mir gedacht, nee, eigentlich nicht so wirklich. Ich meine, was ist mit den Velociraptoren passiert? Immerhin sind wir nicht auf dem Festland. Man könnte das vielleicht irgendwie so drehen und wenden, dass man gesagt hätte, okay, die Velociraptoren hätten sich versteckt und wären dann aufs Festland abgehauen, als das Schiff auf dem Festland eben angekommen ist. Das würde aber voraussetzen, dass ein Velociraptor wirklich weiß, dass das Schiff irgendwann auf Festland ankommt. Auf der anderen Seite habe ich mir überlegt, okay, Velociraptoren, können die auch schwimmen? Im Trailer zu Jurassic World 3 haben wir ja gesehen, dass der Pyroraptor auf jeden Fall schwimmen kann. Ich meine, warum sollten die dann eben nicht schwimmen können? Und dann habe ich mir die Frage gestellt, was hatte Steven Spielberg eigentlich vor? Jurassic Park 2, also The Lost World, ist noch von Steven Spielberg. Das heißt, auch die Szene, die im Skript drin stand, war noch von Steven Spielberg. Hat Spielberg vielleicht schon zu diesem Augenblick etwas geplant gehabt, was uns in Richtung Jurassic World 3 führt? Dass Dinosaurier irgendwie an Land kommen, es schaffen, sich selbst fortzupflanzen und dann vielleicht eine Raptorenapokalypse bevorsteht? Schreibt mir dazu auf jeden Fall auch mal eure Meinung in die Kommentare unten rein. Das war es im Ende auch schon mit dem kurzen Video. Ich weiß, sehr kurz, aber das war eben die Auflösung. Da hätte eine Szene sein können, sein sollen, wo eben die Velociraptoren die Crew umgebracht hätten. Das wäre es gewesen. Was meint ihr, wie das Ganze hätte weitergehen können? Meint ihr, da war noch ein Plan dahinter? Oder glaubt ihr, dass die Szene vielleicht genau aus dem Grund, aus dem Skript rausgeschnitten wurde, weil man sich gedacht hat, na gut, aber wie geht's jetzt mit den Velociraptoren weiter? Wenn ihr noch mehr offene Fragen zum Thema Jurassic Park oder auch Jurassic World habt, schreibt es mir in die Kommentare unten rein. Ich werde versuchen, alle Fragen nach und nach aufzudecken, sofern ich das eben kann. Die Quelle zu dieser Antwort in dem Video habt ihr unten in der Beschreibung verlinkt. Könnt ihr gerne draufgehen und das Ganze selbst nachlesen. In dem Sinne bin ich erstmal raus mit dem Video und wir sehen uns dann zum nächsten wieder. Bis dann, ciao. We'll be right back.